Listen to them. Children of the night. What music they make. Voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. So, howdy ho und herzlich willkommen und der ganze Scheiß zu unserer ganz speziellen Lagerfeuer-Edition von Voll in die Presse. Heute live aus Stommeln im Garten unseres Freundes und Kupferstecher Hank Frank Schrader. Gute. Oh, der hat wieder geschnauft. Der Henk ist da, wir sind im Garten, hier sind gefühlte 5000 Sonnenblumen, die Sonne geht langsam unter und wir wollen heute Abend eine kleine Horror-Edition machen. Der Sammer ist am Lagerfeuer und damit begrüße ich ihn, Herrn Sammer. Hallo. Ja, gut ist es hier, also man kann sich das wirklich nicht besser vorstellen. Gleich neben mir hier schön die Feuerschale, wunderbar, das ist also traumhaft, also ich freue mich schon auf die Gruselgeschichten. Ja, das wird ganz großartig und bei Gruselgeschichten ist ja der Gesichtsvergleich. Nein, Prollo Ferrari ist auch im Land. Ja, hallo, was? Prollo. Was? Ich habe der Gesichtsälteste. Gesichtsälteste. Wollen wir eigentlich anteasern unsere Gruselgeschichten? Wie sieht das aus? Ja. Oder sofort weiter? Also ich habe was mit Blut. Ich hab aber was gut, mit Hasen. Was will man sagen, ne? Hasen, Blut und du, sag mal. Mit Friedhof. Friedhof, das riecht nach Beef Rogers. Genau. Da ist er Hallöchen. Auch. Ich habe was mit Löffeln. Mit Löffeln. Und ich habe was mit Social Media und dem Ben Cartwright Aufreger des Jahres. Und mit einem Horrorhaus. Aber ich habe mir jetzt fast schon die Hose gemacht. Noch ganz tolle andere Sachen. Wir haben das größte Publikum aller Zeiten. Zur Rechten, der Fackelträger. Hast du dir eigentlich einen Codenamen ausgedacht? Michael. Ah! Ja. Michael, der Fackelmann. Dann haben wir noch zu Henk passt am besten Horst und Hurtig. Horst und Hurtig sind auch am Start. Und eben war auch noch die holde Maid im Garten. Vielleicht ist sie schon wieder nach Hause, aber auch sie sei herzlich. Ja, die habe ich zum Bier holen geschickt. Die Hausherrin. Ja, eine gut funktionierende Ehe, wie man merkt, im Hause Henk Frank Schrader. So. Und bevor wir richtig schön einsteigen, weil der Henk heute so ein schöner Gastgeber war und ist, wir sind schon ein paar Stunden hier, muss man sagen, das wird man auch gleich merken im Verlauf der Sendung. Ich glaube, man hat es bereits gemerkt, würde ich jetzt mal unterstellen. Möchten wir nicht mit leeren Händen in den Podcast gehen und, weil die Experten unter euch wissen, der Henk weigert sich ja vehement, ein anderes Medium in diesen Medien-Podcast einzubringen als Filme, haben wir ein hochwertiges Printmedium für dich. Ja, vielen Dank. Den Freizeitkönig. Dazu muss ich sagen, mir fiel die Auswahl heute wirklich nicht leicht, weil ob ihr es glaubt oder nicht, also Leute, schaut in die Shownotes am Kiosk. Ungelogen, hier ist ein Foto. Es gibt den Freizeitexpress, Freizeit mit Herz, Freizeitblitz, Freizeit heute, Freizeitrevue, Freizeitspaß, Freizeit kann ich nicht mehr lesen. Also ich schaue es mal. Freizeitreude? Freizeit heute. Ach, heute? Guckt euch das mal an. Freizeitreude. Dieses Programm. Alles aus dem Freizeitverlag. Ich habe mich stilsicher für die günstigste Variante mit 79 Cent entschieden, den Freizeitkönig. Lieber Ben, Nanzer, ich bin extrem begeistert. Gleichzeitig entgeistert. Also vor allen Dingen ist mir gerade sofort aufgefallen bei dieser Freizeitkönig, also dass vorne eine Königin mit 16 drauf ist, finde ich jetzt eigentlich relativ normal. Aber komisch ist, dass auf der Rückseite, also die, wie in Fachkreisen genannt wird, die vierte Seite, da steht doch tatsächlich eine ganzseitige Werbeanzeige für Herrensportklamotten, Atlas for Men. Und das finde ich doch ein bisschen spooky, weil eigentlich würde ich sagen, kaufen das wirklich sportliche Herren so eine Zeitschrift? Also wird die Zielgruppe da erreicht? Da wird der Ehemann eingekleidet mit. Ich glaube, das ist der Punkt, dass die Leserin dieser Zeitschrift ihren Mann einkleidet. Ja. Und da ist die Weseninformation ist minus 70%.
Ah, ja, und dann weißt du Bescheid. Ja gut, da kenne ich mich nicht mit aus, weil ich trage ja grundsätzlich keine Klamotten. Was hattest du erwartet? Reizdarm oder Treppenlift? Ja, nee, eigentlich eher Mundspülung, wenn ich mir das hier so angucke. Gut. Ja. Aus Gründen. Und was heißt denn, du trägst keine Klamotten? Wie nennst du denn das, was du trägst? Das ist auftätowiert. Fleischpeitsche. So, okay. Das ist mein Wortsinne. Weil wir die Mundspülung natürlich auch nicht zu kurz kommen lassen. So eine Zeitschrift kann man nicht ertragen ohne angemessene Mundspülung. Haben wir dir vom Munde abgespart ein echt Schlenkerler Rauchbier-Märzen reserviert. Nur für dich, weil wir wissen, du bist ihr dreckigen Schweine. Nicht vielen Dank. Möchte das jemand von dem Pöbel da hinten haben vielleicht? Ein schweißbelegtes Brot mit Schinken. Oh. Ja, prima. Ja, gut. Gut, Leute. Ganz so wollen wir es ja nicht stehen lassen. Also, ja, wir haben dir ein bisschen was zusammengestellt. Also, wenn ich den Korn da reinschütten kann von eben, dann ist das alles in Ordnung. Als erstes von der Firma BrewDog den Elvis Juice. Oh, guck mal hier. Leute, womit habe ich das denn verdient? Das ist ja Wahnsinn. Das fragen wir uns tatsächlich auch. Ja. Ja, man muss dazu sagen, der Hank, der hat hier in seinem Garten drei Löcher gegraben und so ein also er hat noch mehr Löcher gegraben, nur da ja, ist das. Also da sind die Leichenteile drin, aber hier, also ich muss ja schon mal aufs Horror einladen. Ach so, ja. Na, aber hier ist Bier drin. Der hat hier drei Löcher mit Bier im Garten. Das dritte war nicht die Toilette. Oh. Naja, gut. Und dann haben wir noch ein Brew, das ist genau richtig BrewDog Punk IPA. Punk IPA, sehr schön. Sieht ziemlich geil aus. Da komme ich eher schon mit klar. Ja, vielen Dank. So, dann haben wir noch aus dem Riedenburger Brauhaus ein Dolden Hell. Leute, ihr seid doch völlig wahnsinnig. Vielen Dank. So, und aus dem selbigen Brauhaus, das habe ich jetzt ein bisschen auch für mich, weil wie Insider aus diesem Podcast wissen, ich stehe auf Elefanten. Ein Dolden Sud mit einem schönen. Also, da sitzen sogar zwei Menschen auf dem Elefanten. Da ist ja wirklich was Besonderes. Das ist ein sehr schönes. Ja, Leute, macht ihr mal einen Podcast. Ich gehe da mal kurz nach nebenan. Ja, ein bisschen, was haben wir noch? Ach so, ja. Das habe ich gekauft, oder wir, wegen des Namens Hopfenstopfer. Also falls nachher der flotte Otto kommt, ein Hopfenstopfer zum Abgang. Und das tranken wir hier schon bei dir leider den ganzen Abend. Das konnte ich nicht ahnen. Crew Republic, ein Easy Obergärig Hell. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch im Loch liegen hattest. Aber doch, genau das liegt da auch. Das habe ich tatsächlich spontan akquiriert und in verschiedenen Versionen, sage ich mal. Und das ist tatsächlich wohl ganz süffig, wie mir hier mehrfach bekundet worden ist. Ich habe es aber noch nicht probiert, das aber das werde ich dann wohl machen. Ich habe das Crew Republic Local Hero. Und weil wir natürlich auch unsere Studio-Gäste mit einem Geschenk bestechen wollen und das ganze Bier eh schon am Start ist, haben wir euch jedem noch einen kleinen Glückskeks mitgebracht. Einmal für den Horst. Teilweise sogar noch einmal unbeschädigt. Einmal für den Mutig und natürlich auch für den a.k.a. Michael. Ja, genau. Der ja nicht so heiß. Ihr könnt gleich gerne mal vorlesen, was er da Nickname schön ist. Michael. Fürs neue Jahr. Brille. Alter. Nach Stommelner Zählart gewünscht. Ja, erstmal vielen Dank. Also muss ich jetzt nochmal ganz kurz hier kundtun offiziell. Das sieht alles hervorragend aus. Ich denke mal, das wird in den, falls man es hören kann, in den Shownotes oder entsprechend auch bebildert werden. Ist denn eigentlich für unsere Gäste auch irgendwie erfreut. Bestuhlt? Also ja, hier, wie manche Unterhose? Oder? Wir sitzen ja hier auf einer langen Bierbank und das werden die längsten Shownotes aller Zeiten, weil wir, glaube ich, jetzt schon mindestens 25 verschiedene Biersorten konsumiert haben. Ja, das stimmt. Ich habe sie versucht zu notieren, aber sei es drum. So. Hast du Zettel verschluckt oder was? Ist kaputt. Ich möchte umtauschen. Okay. Also, Glückskeks kaputt. Was haben wir denn bei dir im Schweinau? Das kann ich doch nicht lesen. Ja, ich lese es. Wir haben ein bisschen älter aus dem Altersheim. Also, Allmänner, Altplatz. Angenehme Überraschung für Herrn Hurtig. Ich ziehe gerade die Brille auf. Das ist alles. Ihr Instinkt hat sie nicht getäuscht. Sie haben den Podcast der Zukunft als Zuschauer gewählt. Fotografierer. Ich sammle nur Kronkorken. Ich habe chinesische Schriftzeichen. Moment. Enorm, mit welchem Geschick Sie Ihre Pläne durchziehen. Ja. Das ist enorm. Horst rules the world und der Micha? Den lage ich mir doch an die Wand, den Spruch. Du wirst demnächst sehr stolz auf jemanden in deiner Nähe sein. Haltet euch fern. Oh Gott im Himmel. Ja, so sind wir zu unseren Gästen. Also es lohnt sich, in diesen Podcast zu kommen. Demnächst auch gerne wieder auf den
Zuschauer ringen im Benanza-Bus. Aber heute, das ist so geil. Diese Sendung haben wir so lange angekündigt. Und ich freue mich sehr, dass es klappt. Das Wetter steht und jetzt ist es dunkel. Es brennt das Lagerfeuer. Die Gabi hat schon einen spooky Blick aufgesetzt. Und jetzt können wir einsteigen in die Horrorgeschichten, würde ich sagen. Wer hat denn mal was richtig Fieses, Gruseliges zum Einstieg? Stimmt, der Prollo. Zum Einstieg, da will ich mal blättern, da nehme ich was anderes. Das ist jetzt eher so eine kleine Geschichte, die man aus dem Alltag kennt. Ja, die also Ehefrau, der alltägliche Horror. Der alltägliche Horror. Die Ehefrau nervt zunehmend. Nach etlichen Jahrzehnten ist es auch irgendwann mal gut. Was soll man also machen? Ja, dann kommen noch Existenzangst und Eifersucht hinzu, denn das Leben geht bergab und dann hat man auch noch im Verdacht, dass die Frau jemanden in den Niederlanden kennengelernt hat. In den Niederlanden? In den Niederlanden. Jetzt wird es aber schlimm. Zum Beispiel. Und so kam es dann, dass im November 2019, ich trage die Geschichte schon seit Anbeginn mit mir rum, die hat übrigens meine Frau mir geschickt, die hat sie im Krankenhaus irgendwie aus der Tageszeitung ausgeschnitten. Ich habe keine Ahnung. Also war Freizeitkönig. War das der Part mit Essen. Dem Blut? War sie in Holland? Im Rentner mit blutverschmierter Kleidung aus dem Essener Polizeipräsidium aufgetaucht. Ich habe gerade meine Frau umgebracht. So, kennt man ja von zu Hause. Irgendwann ist es halt genug. Und tatsächlich, die 68, ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Setzt euch ums Lagerfeuer. Wie lang ist es denn? Wie kurz. Das ist gut. Die 68-Jährige hat laut Anklage noch geschlafen, als der Angeklagte in ihrem Bett auftauchte. Bla bla bla. In der Anklage ist von einer Weinflasche die Rede, mit der der 73-Jährige zugeschlagen hat. Erst auf den Kopf, dann auf den Körper. Die Frau muss verzweifelt gekämpft haben. Ihr Mann hatte nach der Tat tiefe Kratzwunden an den Händen und am Hals. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, hat der 73-Jährige später zu Protokoll gegeben. Dann habe er seine Frau gewürgt. Es sei ihm Rausch gewesen. Am Ende sei er in die Küche gegangen und habe ein Messer geholt, um das Ganze abzuschließen. So der Vernehmungsbeamte vor Gericht. Die Stiche im Hals und Rücken waren laut Anklage jedoch gar nicht mehr erforderlich. Also, der hat seine Alte eiskalt platt gemacht und richtig zerlegt. Ja. Und dann ist er in die Polizeiwache gegangen und hat gesagt... Dann hat er sich gedacht, oh, ist zur Polizei und hier so, Knast. So. Das war's, oder was? Ja, das war's. Zack, aber Knast. Stell dir vor, du sitzt bei der Tageszeitung, noch ein Frühstückscroissant in der Hand oder wenigstens eine Stulle und dann liest du hier den Splatter des Alltags. Ja, aber ohne Quatsch, die Geschichte, so ähnlich, habe ich definitiv schon gehört. Einen Moment lang habe ich überlegt, ob es vielleicht irgendein Buch war, was ich gelesen habe, aber es ist tatsächlich eine Geschichte, ich erinnere mich so dunkel, die genau so ähnlich schon mal vorgekommen ist, auch ein Mann, der wirklich sozusagen aus der Mitte dieser Gesellschaft angesehen, alles vollkommen in Ordnung, also keine kriminelle Laufbahn, der dann im höchsten Alter auch seine Frau umgebracht hat, dann auch nur noch die Polizei gerufen hat und da steckte dann wirklich dahinter, dass das wohl so ein richtiges Horrorverhältnis zwischen den beiden war. Also wo wirklich er Jahrzehnte gelitten hat und dann irgendwann einfach gesagt hat, so jetzt ist Schluss. Heute ist es genug. Ja, fast ist übergelaufen. Wie er schon Loriot sagte, morgen bringe ich sie um. So. Ich möchte jetzt mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein kleines Rätselspiel auslosen, weil heute wird es viele Leichen geben. Heute wird dieser Podcast von Leichen gepflastert sein. Und ihr dürft bitte zählen, wie viele Leute wir in diesem Podcast bis zum Ende der Folge um die Ecke bringen. Ich gebe euch einen Clip, was auch immer, Tippkick. Es waren bisher zwei, nämlich der vom Prollo oder die. Die andere Geschichte. Zwei Dode haben wir schon. So müsst ihr das jetzt zählen. Und jetzt machen wir weiter. Wer hat Schnapsleichen nicht zu bieten? Also ich kann gern weitermachen, weil irgendwie es sich einfach so anbietet, so mit dem Thema Tod, verbindet man ja auch gern Alkohol. Nein, aber das Stichwort, das ist ja so ein Spruch gerne, ne? Du kannst auch gern die Radieschen von unten angucken, ne? Also, passend. Ja, sehr passend. Ja, genau, passend hier zu dem schönen Schrebergarten, in dem wir sind. Selbstreferenziell. Und bei dem Beitrag hier aus
aus der Wahnsinnszeitung und jedem bekannt ist Agrar heute, habe ich gefunden einen Bericht über einen Friedhof in Wien, wo dieses Sprichwort, die Radieschen von unten ansehen, also wirklich dann wortwörtlich genommen wird. Dort werden nämlich sozusagen Gräber, die nicht mehr gepflegt werden, vermietet an Hobbygärtner und Leute, die gerne, die zu Hause den Platz nicht haben, aber die gerne Tomaten und Radieschen anpflanzen wollen und Ähnliches, keine Fläche dafür haben und das dann auf den Gräbern tun, die nicht mehr gepflegt werden von irgendwem. Und ja, da ist natürlich jeder, sage ich mal, unterschiedlicher Meinung. Da würde mich mal interessieren, wie würden euch denn Tomaten schmecken? Das sind die Tomaten des Todes. Ja, was meinst du, wo wir hier drauf sitzen gerade? Naja, alles, was kein Tiefwurzler ist, mag doch vielleicht gehen. Das ist ein gutes Stichwort mit dem Tiefwurzler. Dann schmecken die Tomaten schnell knochig. Denn die Birgit Elas Ascherfeld, ja, also der Name ist auch so schön passend, da ist das Wort Asche mit drin, die Vorsitzende des Bundes Deutscher Friedhofsgärtner, die sagt auch Entwarnung, keine das ist in Wiener, Wien, glaube ich. Ja, also Wien ist Österreich. Das ist nicht Deutschland. Ist schon ein paar Jahre älter. Ja, war nicht immer Österreich. Schon eine ältere Zeit. Nein, die Frau ist halt als Expertin. Die Frau ist nur als Expertin eben. Agrarwissenschaftlerin. Das ist hier ein Wiener Friedhof, aber die Frau wurde halt als Expertin gefragt. Okay. So, ja, komm, und kennt sich aus. Beruhigen wir uns. Sie sagt, jetzt halt mal die Schnauze hier. Keine Nutzpflanze wurzele so tief, dass sie auf dem Friedhof mit dem dort Bestatteten oder den Überresten in Kontakt komme. Also man kann die Sachen gerne. Quizfrage essen. Für alle Fans und Seriengucker: Wie tief werden die denn verbuddelt? Es gibt eine Serie, die heißt sogar so. Ja, da kann ich auch noch was zu sagen. Six Feet Under. Und wie viel ist das? Ja, das musst du uns jetzt sagen. Also laut Beitrag sind es mindestens ein Meter hier, laut diesem Beitrag. Aber Six Feet sind mindestens 1,80. Ja. Weil ich war in Amerika. Und wie also ist das denn? Ist das denn jetzt jemand, wenn man jetzt jemand, ich sag mal, legt ihn auf den Rücken, ist das denn dann vom Rücken von unten gemessen oder vom oben, Oberkante? Von Oberkante sah. Weil das ist ja also dann auch wichtig. Es gibt ja auch sehr dicke Menschen, die müssen ja auch, also ein Oberkante Günther Strack ist ja, die muss ja tiefer gelegt werden. Oberkante sag und. Vertikal. Aber das ist weniger als 6 Feet. Also ein Meter ist weniger. Also 6 Feet sind mindestens 1,70 oder so. Ja, ich war 6'1", glaube ich, mit 1,86. Doch. Aber gleichwohl, doch. Trotzdem, wenn die Nachfrage steigt, das ist ganz interessant. Er hat schon 20 Gräber vermietet, übrigens für, wie viel waren es? Ich glaube 75 Euro. Für 2,5 Quadratmeter, die das sind, pro Jahr. Pro Jahr. Ja. Aber ich kann euch sagen, ein Meter tief ist ganz schön tief. Also eben wurde hier von Löcherbuddeln gesprochen, ja, die ich da, diese Speziallöcher für spezielle Bierkühlschränke hier im Boden, genannt Erdmieten, die sind so circa, ja, maximal 50 Zentimeter tief und da muss man sich schon ganz schön abackern. Also da sind die letzten 20 Zentimeter gar nicht mehr so lustig. Und so ein Meter tief kommst du eigentlich so mit einer Schaufel schon mal, also schwierig. Und so eine Pflanze hier, auch da kann ich berichten, wenn man die dann so ausmacht im Herbst, das ist alles nicht so tief. Richtig. Also, und um es nochmal abzuschließen, 6 Fuß oder 6 Feet under sind 1,82 Meter und 88 Zentimeter. Das hast du aber sehr schön ausgerechnet. Oder hast du es etwa gegoogelt? Ich habe G.Ugel gefragt, unseren Experten. So, und coole Geschichte. Ich finde es ein bisschen morbide und eklig, aber ich kann mir vorstellen, dass es dafür einen Markt gibt. Und ja, der Wiener, ja, gut, dass der Wiener ist das der Wiener Zentralfriedhof? Nein, der das ist auch ein, nein, das ist ein riesig. Ein kleinerer Wiener Friedhof, aber gut, dass du es sagst. In dem Artikel steht auch noch, in Berlin und Braunschweig gibt es ähnliche Projekte schon. Also es ist ein Trend. Ja. Trend in diesem Podcast sind ja auch immer Filme. Schmuddelige Filme. Gern mit asiatischem Touch. Und da denkt ja auch jeder an Hank Frank Schrader.
der die ganze Zeit hier schon nervös mit seinem Poppes auf der Bierbank rumrutscht. Deswegen dachte ich, ich gebe ihm mal die Vorlage. Ja, vielen Dank. Also asiatisch ist heute tatsächlich nichts dabei, aber ich habe so zwei, drei Sachen vorbereitet. Mal gucken, ob zwei, drei alle, Sachen gleich. Ob wir die alle einbinden. Ja, die erste Sache ist schon, spielt schon in einem sehr nordeuropäischen Land, in Finnland. Und ihr müsst euch vorstellen, also man kennt diese, man kennt wahrscheinlich die Story überhaupt nicht. Also das ist was ganz Neues, was total Innovatives, nämlich eine Gruppe von jungen Leuten will ein feuchtfröhliches Wochenende in einer Waldhütte verbringen. Ja, also natürlich fahren sie dann, ne, da raus in den Wald, also so ähnlich wie hier jetzt heute, ja, zu einer Hütte. Und da gabeln sie so ein paar Typen auf, die eine Autopanne haben. Ist halt Finnland, wie eben gesagt. Und da ist in dieser Walachei ist schon alles verschneit. Und leider wird dieses Partywochenende, was sie davor haben, jäh unterbrochen von einer zweibeinigen Bedrohung mit Fell, die tatsächlich von weiblichen Geschlechtsteilen angelockt wird. Beef Rogers. Könnte sein, aber der Titel des Films, um das jetzt mal zu entspoilern, ist Bunny und sein Killer-Ding. Klingt nach Niveau. Somit ist auch klar, Titel, um was es da geht. Also erzählt wird von einem mörderischen, genmanipulierten Zwitterwesen aus Hase und Mensch, der verstärkt durch seine Dauergeilheit und einem unkaputtbaren Riesenlümmel den Teenagern mal ordentlich an die blutige Wäsche geht. So, ganz, ja, ganz kurz, ganz kurzes Intermezzo. Darf ich mal ganz kurz? Wir fragen mal spontan ins Publikum. Fellhaariges Riesenlümmel-Ding mit... Irgendwas und sein Riesending. Finnischer Film, glaube ich. Ja, kennst du aus. Unser Publikum ist extrem versiert. Die Finnen. Hotig. Ja. Und findest du es gut, sowas? Ich liebe Trash. Und das ist Trash. Ja. At its best. Wie kommt man bitte an so einen Film, Hank? Den du googelst, finnischer Film mit Riesenhasen und Penis. Natürlich, ja. Also das muss man ja, das ist ja Basiswissen, würde ich mal fast behaupten. Klassische Google-Abfrage. Aber sowas kann man doch schon gar nicht suchen. Okay. Nee, das muss einem zufliegen. Wie war das? Bunny und sein Riesending? Bunny und sein Killer-Ding. Ach, Killer-Ding. Ja, ja. Weil natürlich wird er mit diesem Ding, ja, was in der Tat wohl eher, also der ist relativ notgeil, ja, brutal, brachial, billig, bescheuert. In allem, ja, Trash, wie der Hurtig gerade eben schon zugegeben hat. Und das kann man eigentlich fast nur betrunken auch genießen. Ja? Deswegen jedem ans Herz gelegt. Ich möchte hier ganz kurz bekundtun, weil wir ja so ein Gewinnspiel haben oder so ein Tippspiel. Ja. Da werden doch diverse Anwesende umgenietet. Und natürlich müssen sag mal, die... Sag mal irgendeine Zahl. Also ist schon zweistellig. Aber ja, was, ja, aber was, sonst, das ist ja fies. Okay, 11. Was genau okay. Erwartet einen denn da? Ist das dann quasi so ein Horrorporno oder was ist das? Nee, Porno ist das nicht. Das ist eher ein bisschen peinlich sogar, weil finnische ja. Trashfilme dieser Machart sind doch eher low-budget produziert. Somit sind die, ich sag mal, der Anspruch an Effekte und so weiter eher niedrig. Aber, ne, ja, der gut, aber bei Porno ist häufig, würde ich sagen, low-budget und kann auch peinlich sein. Ja, aber auch schön. Aber auch schön. Also, das erinnert mich, sind die Fleischpeitschen eigentlich gegessen? Oder ja, noch? Ja, also hat mich auch inspiriert, eben um das wirklich als Nummer 1 ja. hier vorzutragen, die Fleischpeitschen, die hier eben gereicht wurden. Ja. Aber natürlich von keinem geringeren als Prollo Ferrari. So. Selbstverständlich. Ist ja klar. Also die ganze Sache ist wirklich sehr, der ganze Film ist sehr handgemacht, da ist also wenig, da sind wenige Computereffekte und insgesamt doch eher was für die, naja, also wenn wir hier fertig sind mit dem Podcast, dann sind wir in der Stimmung, um uns den anzugucken, würde ich mal ja. sagen. Ja. Doch. Ich würde ja wahnsinnig gerne mal Frau Schrader an dein Mikrofon holen und sie fragen, wie sie dazu eigentlich steht, dass ihr Mann sich den ganzen Tag so einen Scheiß im Wohnzimmer reinzieht. Gott sei Dank sind wir nicht verheiratet. Ja, ich muss sie ja irgendwie umschreiben, damit es klar ist, wie eure Beziehung ist. Aber die hier entwickelt sich gerade eine Parallelparty am Lagerfeuer und das soll auch genauso sein. Das soll auch genauso sein. Ja. Ja, also falls heute Abend hier ein Killerhase durch die Gegend hüpft, das ist ja hier im Moment wirklich sehr dunkel geworden, ja, dann weiß man, wie man sich nicht wehren soll, nämlich ja. wie diese finnischen Jugendlichen in der schneeverschneiten Walachei. Wenn man nur das Riesending sieht, könnte es auch der Sommer sein. Unverschämtheit. Boah, ich gehe, ich bin weg. Der haut ja Komplimente raus hier heute Abend, Wahnsinn. So. Der Beef guckt auch schon angestrengt auf sein Gerät. Nein, ich.
Ja, Beef, jetzt hau einen raus. Komm, komm, ich, komm, ich gehe in eine ganz andere Richtung. Ich gehe eher so ein bisschen in die Welt der Magie und der Spooky-Magie und der Dinge, die man nicht erklären kann vielleicht im Alltag. Und, aber so ein Bunny kann man im Alltag auch nicht erklären. Doch. Also jetzt war er mal Hugh Hefner. Also ich meine, nee, aber bei mir geht es jetzt eher darum, wem von euch sagt noch der TV-Magier und Löffelverbieger Uri Geller was? Ja, ja, sicher. Oh ja, ich hörte von ihm kürzlich. Ja, sehr schön. Weil er hat Wladimir Putin gedroht. Ja, ja. Da habe ich das immer gehört. Per ja. Brief und hat ihm einen Brief geschrieben, den er dann aber über Twitter-Account veröffentlicht hat. Und das ist eine Warnung an Wladimir Putin. Und da ging es darum, dass er ihn quasi, also falls Wladimir Putin Atomwaffen einsetzen will und Schottland als Ziel wählen würde oder auch jedes andere Land der Welt, ich weiß jetzt nicht, warum er... Aber vor allem Schottland. Schottland, ja. Nennt, weil er ist ja eigentlich Israeli, aber ist ja egal. Auf aber jeden hat ein geiles Anwesen in Schottland. Ah, okay, das ist der Grund vielleicht. Hat die besten Getränke. Genau, neben Trump wahrscheinlich, neben dem Golfplatz von Trump, werden ihre Pläne, ihre Raketen auf sie zurückfeuern. Das ist also quasi, sagt er halt, dass er quasi dann das so organisieren würde und so magisch umsetzen würde, dass also das alles zurückginge. Das, die Flugbahn quasi verbiegen. Ja, genau, ne? Quasi die Flugbahn sich, verbiegen. Hört sich realistisch an. Ja, genau, genau, genau. Also wenn dann Uri Geller. Einer dann Uri Geller, genau. Ich dachte, Vincent Raven wäre ja auch noch ein Kandidat. Er hat, er ist trotzdem, er ist ja, also er ist, wie soll ich sagen, er lässt sich auch von Rückschlägen irgendwie von seinem Ziel oder von seiner Überzeugung abbringen, weil er bereits im Februar, also kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine, ist Uri Geller auch in die Offensive gegangen, um einen dritten Weltkrieg noch abzuwenden und forderte damals den russischen Präsidenten auf, seine Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Das hat jetzt ja nicht so geklappt. Falsche Richtung. Mal. Falsche Richtung abgezogen, genau, das könnte man natürlich jetzt so sagen. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob es jetzt eben reicht, wenn jemand Besteck verbiegen kann per Gedankenkraft, ob man dann auch irgendwie solche, wie soll ich sagen, magische Atomraketen zurückschieben kann. Das ist alles ein bisschen komisch. Ich habe den Artikel lustigerweise auch vor ein paar Tagen gelesen, ja, und dachte so, ja, geil, ja, warum denn nicht? Ja, alle gegen Putin, wir fahren alles auf, aber ich habe mir dann so vorgestellt, Wladimir Putin, der hat wahrscheinlich auch mehr Leute gekillt, als in diesem Podcast heute Abend berichtet wird. Definitiv. Und zwar persönlich. Und dann sagt so Uri Geller, wenn du deine Atomrakete auf Schottland wirfst, dann verbiege ich die. Ich fand's lustig. Fand's auch eher. Aber man fragt sich ein bisschen. Was ist die Intention? Braucht er gerade Aufmerksamkeit? Hat er ein Buch gerade veröffentlicht? Also, oder ich kann's jetzt, also Aufmerksamkeit Podcast. Braucht er mit Sicherheit irgendwie. Und, aber ich glaube, er wollte auch Content für den Podcast liefern. Und nee, ich kann es dir nicht sagen. Also ich glaube, der ist vielleicht auch einfach ein bisschen durchgeknallt oder war zu lange in seiner magischen Welt. Also auch das ja möglich. Wie alt ist der eigentlich? 600? 75 tatsächlich. Ach ja, doch, okay. Dann kann er den Löffel bald ja auch verbiegen. Oder wie, ganz abgeben. Wie es in Matrix heißt, Löffel. Den Löffel gibt es gar nicht. Ja, oder so. Genau. Und Wladimir Putin auch nicht. Oder so ähnlich. Ja. Ja. Er schluckt die blaue Pille und dann kommt er als Hase zurück und dann mäht er uns alle Nina. Alle Nina? Mit einem. Alle Nina? Mit einem Riesen irgendwas. Killer-Ding. Killer-Ding, das war's. Ach ja. Da haben wir noch was Geller. Seriöses. Knüppel aus dem Sack. Ja, ich hab ja noch meinen Aufreger. Tischlein deck dich. Den habe ich nur dummerweise gerade weggeklickt. Und das ist wirklich etwas, was mir wieder den Kamm schwellen lässt. Aha. Denn TikTok du sagst, der Kamm ist und Horror. Influencer. Ich habe natürlich für diese Sendung Horror gegoogelt und bin bei TikTok gelandet. Und einige von uns sind ja schon Väter, der Sommer auch eine Mutter. Und insofern. Warum kriege ich es heute Abend? Ja, mit deinem Riesending. Ich muss dir einfach nur ein bisschen bei Laune halten. Nimm's mir nicht übel. Also, TikTok, neuester Trend, TikTok. TikTok ist folgendes. Die Eltern sperren ihre Kinder in einen Raum, wo natürlich eine Kamera aufgestellt ist, und machen einen richtig fiesen Horrorfilm an. Und filmen dann die Reaktion ihrer absolut minderjährigen Kinder auf diesen Horrorfilm. Das ist die ganze Geschichte. Und ich denke... Ernsthaft? Was läuft dann so? SpongeBob? Oder? Nein, Horror. Also richtig, ja. Das die Scheiße, die du dir anguckst. So mit
The Human Sentinel und so weiter, so wo Köpfe aneinander genäht werden. Ja. Ja, ja. Also der menschliche Tausendfüßler, ja, wo Menschen aneinander genäht werden und solche Dinge. Geht das nicht sogar noch weiter? Ich habe davon nämlich zufällig auch gehört, dass die sogar die Kinder einschließen. Ja, dass die, ja, sag ich ja, die sperren die, also, in einen Raum, die sperren, ach, die sperren die Tür, ja, ab, die hast sperren du gesagt, die, okay, ein. Ja. Machen diesen Film an und haben irgendwo eine Kamera, um dann so ne, hier ist so ein Bild, was jetzt leider nicht geladen wurde, doch von irgendwelchen Kindern, die da wahnsinnige Angst haben. Also in den Shownotes werdet ihr das sehen, habt ihr auch wieder Internet. Also da denke ich so, sag mal, TikTok-Trend hin oder her, sind die eigentlich völlig gestört, die Menschen? Die haben zu oft Clockwork Orange gesehen vielleicht, wo das ja in ähnlicher Weise auch passiert. Ich glaube, die haben zu oft ominös TikTok gesehen. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich bekloppt. Ja, ja. Es gibt einfach auch Leute, die irgendwie nicht die geistige und emotionale Reife haben, Kinder zu haben. Das ist einfach so. Ja, und auch die Menschen, die dann dabei TikTok sind, also die haben dann hier die Kommentare ausgewertet bei der Schweizer Online-Zeitung now.ch, sagt mir ehrlich gesagt nichts. N-A-U geschrieben, wie N-A-U, so Schweizer. Ja, Niederaurich, was auch immer. Und in den Kommentaren sind die Meinungen geteilt. Einige User machen sich über die Kids lustig, ja, wo ich dann denke so, hallo. Andere finden es bedenklich, dass Eltern mit ihrem Nachwuchs so umgehen. Und dann eine Psychologin wird hier gefragt und sie sagt gegenüber RTL, der Trend irritiert mich. Und das kann ich nur selber auch so sagen. Für die Kinder könne ein solches Erlebnis gefährlich sein. Möglich sind Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die Expertin erklärt, das kann zu Albträumen führen, Konzentrationsschwierigkeiten und zu emotionaler Taubheit. Und ich glaube tatsächlich, also je nachdem, wie jung die Kinder sind, dass das so ist. Ich habe auch schon Horrorfilme geguckt, da war ich garantiert noch nicht in dem Alter. Und heute mache ich so einen Podcast hier, also das erklärt einiges. Aber nichtsdestotrotz ist man ja dann selbst diese Situation eingegangen. Aber eingesperrt zu werden, ist ja nochmal zusätzlich irgendwie eine Situation. Das ist ja per se schon mal schwierig irgendwie. Ja. Aber gibt es denn Zahlen, also wie viel TikTok-Vollpfosten-Eltern da irgendwie unterwegs sind? Oder sind das jetzt nur so 3-4 Spacken? Oder also sind es ist angeblich ein veritabler Trend. Ja, das ist immer TikTok. So. Das ja, ist aber Trend ist schnell, wenn es 2 sind. Also und mich würde ja eher interessieren, wie alt sind die Eltern? Sind die eher 14 oder eher 12? Die Eltern. Also die Eltern? Ja. Oder eher so das sind so die typische TikTok-Klientel. Ja. Also oder sie wären gerne 12 mich wirklich, oder versuchen sich an 12-Jährige ranzuwanzen. Weil das klingt ja wirklich alles absurd. Also ich kenne jetzt niemanden über 13, der TikTok überhaupt benutzt. Nee, also das stimmt nicht. Also ich benutze TikTok ja zu quasi halb beruflichen Zwecken, also jetzt meinem Hobby hier, für Merchandise und Werbung und alles, was nicht funktioniert. Und ich glaube, dass inzwischen TikTok, anders als diese, wie hieß denn die Musical.ly, diese Vorgänger-App, definitiv komplett in der Erwachsenenwelt angekommen ist. Also so dermaßen in der Erwachsenenwelt, dass es schon nicht mehr schön ist. Also wir haben da gerade auf dem Hinweg hier in deinen Garten drüber gesprochen, dass bei TikTok sich eben auch alle möglichen Social Engineering-Tussis an dich randwanzen, um die auf deinen OnlyFans-Account zu locken und andere Dienstleistungen anzubieten. Also das ist komplett, glaube ich, in der Erwachsenenwelt angekommen, meiner Meinung nach. Da bin ich zu alt für den Scheiß. Ja. Oder zu vernünftig. Auf TikTok gibt es mittlerweile... Nee, eher zu alt. Ich zu alt, ja, zu alt muss reichen. Wie heißt das? Toktik? Ja, so. Also ich habe die App auch nicht. Nicknack. Ja, ich habe die mir tatsächlich geschaffen, um einen YouTube-Kanal, unter anderem den Benanza-YouTube-Kanal, zu promoten, weil alle sagten, du musst halt zu TikTok gehen, um den Traffic rüberzuleiten. Das funktioniert auch einigermaßen gut. Du musst da tanzen und... Nein, ich ja nicht. Ich selber ja nicht. Ich mache ja immer heimlich Videos von dir. In so einem Manga-Kostüm musst du tanzen. Ja. Nein. Oder Hasenkostüm, je nachdem. Da gibt es ja unterschiedlichste Dinge. Und in der Tat ist sie du hast ja sehr schnell... Also bei... Ich kann es ja mal einfach sagen. Bei YouTube habe ich, glaube ich, oder unser Kanal Benanza 55 Follower. Bei TikTok haben wir irgendwie 1.500. Das ist halt einfach... Wir sind halt einfach beliebt. Oder 2.500. Das sind einfach der beliebteste schneller. Podcast bei chinesischen Bots. Meinetwegen. Aber es hört sich ja geil an. Ja. Das liegt an der eindeutigen Aussprache, die wir hier des Öfteren an den Tag bringen. Ja. Ja. Polle. Ja. Also das war mein Aufreger-Ding. Ich kann bei sowas kotzen. TikTok hin oder her, Trend hin oder her.
sowas ist für mich einfach echt nur noch pervers. Ja, das haben wir immer wieder. So. Ich habe ja, ja? Kinder, um das abzuschließen, finde ich, sind in so einem Kontext echt ein No-Go. Aber gut. Prollo, was ist? Lass uns zittern. Ich habe auch noch was mit Kindern. Und nein, also mit jüngeren Menschen, sagen wir mal so. Und ihr kennt ja diese ganzen Verschwörungstheorien, dass hier, wer ist denn das? Du machst hier Geräusche mit deinem Scheiß. Aber ich habe es doch gerade ausgedingst. Egal, ist die Taschenlampe. Kinder, ja, also junges Blut, ja, wir kennen es aus Twilight, also ich jetzt persönlich nicht, aber ihr. No. Und junges Blut für alte, also alter, junger Wein in alten Schläuchen sozusagen. Also jetzt sag noch, man kennt das ja. Und dann wächst ja bitte an. Die Superreichen lassen sich Blut von Teenagern injizieren, um Unsterblichkeit zu erlangen. Und tatsächlich, so diese übliche Horrorgeschichte, da gab es jetzt inzwischen tatsächlich, inzwischen ist gut, der Artikel ist schon 5 Jahre alt, den habe ich hier mal mitgebracht aus der BBC. Dass es offenbar mindestens eine klinische Studie gab, wo tatsächlich älteren Leuten, die sich da anmelden konnten und etwa $8,000 zahlen durften, Blut von Teenagern oder jungen Leuten, und zwar 1,5 Liter Plasma reingespült wurde. Und angeblich, jedenfalls sagt das wenig überraschend der Studienleiter mit erstaunlichen Ergebnissen, oder und zwar konnte dadurch das Aussehen, Diabetesprobleme, Herzfunktion und das Gedächtnis verbessert werden. So, und da gab es wohl in den letzten Jahrzehnten gab es auch schon diverse Studien im Prinzip mit Mäusen, ja, wo da auch irgendwie Verjüngungssymptome gezeigt wurden durch Blutaustausch mit jüngeren Exemplaren. Und die Ethik kommt hier. Wer? Ja, du. Ich. Du bist doch dann. Ja. Eigentlich heute Abend wäre jetzt eigentlich. Aber er kriegt viel Blut von jungen Menschen. Also, so, wenn man jetzt hier in die Runde guckt, wie Schlachten. So würde ich mal hier den Schluss daraus ziehen. Die Handlungsempfehlung ist klar. Also, Kritik natürlich an der Studie, nicht nur, dass das ethisch scheiße ist, sondern eben, es gab keine Placebo-Kontrollgruppe. Man macht hier quasi unnötige Bluttransfusionen zum Spaß, wenn man so will, und letztendlich verarscht man irgendwelche zahlenden Kunden. Und abgesehen davon, die Blutkonserven kamen wohl auch von Spenden, wo Leute sich dachten, ach, das spende ich für einen guten Zweck oder für medizinische Notfälle. Also insgesamt scheiße. Der Studienleiter hier, quasi dem scheint die Sonne auch aus dem aus der Transfusion, sagt natürlich, dass er eine ethische Prüfung natürlich durchgeführt hat, und es wäre auch unfair, so eine Placebo-Kontrollgruppe durchzuführen, wo die Kunden doch zahlen, also die Teilnehmer. Und überhaupt, es sei plastische Chirurgie von innen. Ja, so. Und jetzt denkt man sich so, ach ja, ist ja irgendeine Studie, aber ganz ehrlich, der Horror kommt näher, würde ich mal sagen, oder? Ja. Wie seht ihr das? Weil heute Studie, morgen ist das wieder irgend so ein cyberdynamisches Start-up. TikTok. Und irgendwann TikTok. Ja, plündert der Sammer die TikTok-Kundennutzer und lässt sich verjüngen. Ja, sieht ja heute schon aus wie Mitte 30. Ja, eben. Und noch jünger will ich gar nicht aussehen. Ja. Ja, aber du musst ja bei der Stange bleiben. Ja. Wohl, an schlechten Tagen sieht der Sommer aus wie ein 30 Jahre alter Pfirsich. Also insofern. Aber nur an schlechten Tagen. Ja. Ah, das sind Komplimente hier. Wie liebe ich. Herrlich. So läuft. Ja, genau. Läuft, läuft. Ja, aber ich finde das schon so ein bisschen spooky, weil irgendwie am Ende des Tages irgendwie erfahrungsgemäß alles, was irgendwie geht, wird auch gemacht. Ne? Und das ist dann so. Und wenn jetzt dann in sage ich mal, 170 Ländern dieser Erde irgendwie das ethisch bedenklich ist und irgendwie gesetzlich verboten, gibt es dann gefühlt noch so circa 40 wahrscheinlich, wo es dann irgendwie geht und wo man sich mit viel Geld da entsprechend einkaufen kann. Und die da vielleicht Interesse haben und dann auch alle ethischen Bedenken über Bord geworfen haben, sind dann vielleicht auch finanziell in der Lage, das auch irgendwie zu machen. Das ist schon schräg. Also ich bin da wirklich, das sind wahrscheinlich zumindest auf Frauenseite die auch das mit der Vulva-Wellness machen, was der Ben hier vorgetragen hatte. Wovor ich warne. Ja, oder also. Mit dem Po-Loch-Sonnen.
Polochson, Folge 1 bis heute die am meisten runtergeladene Folge von Voll in die Presse. Meisten runtergeholt. Ich weiß nicht mehr, was die anderen Themen waren, aber eins war das Polochson. Ja, ja, aber ich meine, das ist ja auch etwas, was jeder machen kann und insofern... Da können wir sogar hier im Dunkeln auf dem Lagerfeuer machen. Also, wer noch mal wissen möchte, wieso sich Josh Brolin sein Poloch verbrannt hat... Ja. Also was er dazu in den sozialen Medien von sich gegeben hat, empfehle ich hier an der Stelle ganz selbstreferenziell Folge 1 von Voll in die Presse. Also auf jeden Fall trotz der Publicity durch unseren berühmten Podcast, wenigstens ist es kein TikTok-Trend geworden. Da kann man echt von Glück sagen. Noch nicht. Ja, knapp. Wer weiß. Jetzt bald. Ja, aber wer einmal hier Dame mit Charme gelesen hat, der weiß auch, ne, das ist ja nur sozusagen, wenn man das mit dem Poloch anfängt, dann hört es ja einfach nur einmal quer durch den Körper auf mit dem Mund. Ne? Das ist also ein Rohr. Ja, da mache ich aber lieber Mundsonnen als Polochsonnen. Ich ziehe mir die Salami auch lieber von oben rein. Was für ein Angebot. Die Fleischpeitsche. Die kommt immer zweimal, die Fleischpeitsche. Wow. Soll ich hier mal gerade ganz unauffällig, ohne dass ich eine passende Überleitung hätte, überleiten? Bitte. Zum nächsten. Ich will mir zunutze machen, dass wir hier mit dem Hengst sitzen, dem Filmexperten. Ich habe nämlich einen Horrorfilm ausgekramt, der aktuell sogar ist, der aktuell in den Kinos läuft und Schlagzeilen macht. Und deswegen bin ich ganz froh, dass der Hank hier ist und der kennt ihn sicherlich und kann auch vielleicht ein bisschen vom Content, vom Inhalt ein bisschen Scream dann auch noch 7. was dazu sagen. Minions. Nein. Feuerwehrmann Sam. Nein, es geht um Bibi und Tina. Das ist mir zu hart. Grad, einfach, Bibi und Tina einfach anders. Das ist jetzt gerade nämlich in den Kinos. Und der Film macht Schlagzeilen. Und zwar negative Schlagzeilen, weil angeblich aufgrund dieser unglaublich brutalen und emotional schockierenden Szenen in diesem Film fluchtartig verängstigte Kinder den Kinosaal verlassen, weinend, schreiend, wie auch immer, und das, obwohl der Film FSK 0 ist. Ich dachte, da gehen nur Pferde rein. Nee, Pferd ist halt tatsächlich das Stichwort, was mich so ein bisschen besorgt macht. Was denn? Was? Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Nein, also da muss er hängt dann gleich auch schon mal irgendwie noch eine kompetente Stellungnahme zu abgeben. Also als zu brutal und gruselig wird er wirklich explizit von Eltern dargestellt, einige Szenen zumindest. Und jetzt passt auf, das finde ich schon unfassbar hart. Als Beispiel, so köpfte beispielsweise ein Mann mit einem Schwert einen Teddybären. Also das ist schon sehr, also mindestens grenzwertig. Wir waren ja bei dem Begriff hier vor dem Podcast auch schon mal. Das ist grenzwertig, einen Teddybären zu köpfen. Und das meine ich jetzt, hört sich in einem ironischen Unterton an. Aber wer sich mal mit diesem FSK-System auseinandergesetzt hat, der weiß, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob irgendwie irgendwo irgendjemand stirbt, sondern es kommt tatsächlich eigentlich auch sehr auf das emotionale Moment an, wie das nämlich für die Kinder emotional ankommt. Und da finde ich das schon hart. Ja, also einen Teddybären zu köpfen, also Hank, mit dem sag Schwert. Mal was. Ja, also bezüglich der Einschätzung FSK gebe ich dir völlig recht. Ich habe ja da so ein bisschen Background auch und die freiwillige Selbstkontrolle der Kino- bzw. Filmwirtschaft ist ja dahingehend jahrzehntelang sehr streng gewesen in Deutschland. Und es geht immer um den Kontext, wie du schon richtig sagst. Also dahingehend muss man in einem Film, der ab FSK 0 ist, denke ich mal, sind jegliche Gewalttaten auch gegen Kuscheltiere vielleicht wirklich auch nicht so ganz cool. Ich fände es jetzt noch viel schöner, wenn die wenigstens am Pferd den Kopf abgeschnitten hätten, aber das ist ja dann wohl leider nicht passiert. Ja, aber um auf die FSK damit nochmal kurz einzuhaken, um da auch unsere Hörenden richtig mitzunehmen, ich habe auch mal so als Beispiel gehört, es ist halt auch ein Unterschied, ob irgendjemand x-beliebiges in einem Film stirbt oder zum Beispiel die geliebte Mutter.
Ja, das ist einfach, ja. Ne, das macht dann vielleicht bei der Einstufung dieses Films einen Unterschied. Macht auch was aus, zum Beispiel im Verhältnis der eingesetzten Gewalt, wie es am Ende ausgeht. Das heißt, ob es in Anführungsstrichen gut ausgeht oder die in guten gewinnen. Also auch das ist tatsächlich wichtig oder auch, wie weit die Gewalt auch abstrahiert ist. Also dass die dann so Comic-Gewalt, also so à la Tom und Jerry oder sowas. Ich meine, die machen das, ja auch. Das heißt, sämtliche Bud Spencer und Terence Hill-Filme sind eigentlich auch FSK 0, oder? Ja, also ich frage jetzt für den Eigenbedarf, gefühlt, weil die nächsten Sommerferien kommen. Aber was ist mit den ganzen Kindern? Furzen und dem Bohnen? Nee, also ich glaube, die sind gefühlt FSK 0, weil da passiert halt nichts. Profi, gib mir halt die so Kraft und Ausdauer, die du brauchst. So comichaft überzogen. Aber bevor wir diesen intelligenten Einwurf hier vom Beef wieder vergessen, dann möchte ich aufgreifen. Moment, wieder vergessen? Weil ja, das mit dem Intelligent hast du nach dem 30-jährigen Pfirsich, mit dem du mich verglichen hast, hast du eigentlich überhaupt nicht verdient. Das ist vollkommen klar. Ihr seid nur an schlechten Tagen. Aber denk an das Riesending. Es ist tatsächlich so, Beef, was du sagst, und da möchte ich nämlich jetzt hier, wenn ich es denn finde, hier noch zitieren. Denn der Regisseur, der sagt, die Knopfaugen von meinem Teddy waren abgefallen und wurden von meiner Mutter auch wieder angenäht. Das werde ich nie vergessen. Die Erfahrung, dass wenn etwas kaputt geht, es auch wieder heil gemacht werden kann, wollte ich weitergeben. Und das ist auch das, was er dann hier im Weiteren noch sagt. Am Ende geht ja im Film alles gut aus und das ist eine wichtige Erfahrung und so weiter. Das heißt, dem Teddy wird der Kopf wieder angenäht. Vermutlich. Quälen denn auch die ganzen Innereien von dem Teddy raus? Ja, der hat ihn ja sicherlich dreimal geguckt, der kann jetzt spoilern oder nicht. Die FSK 18 ich hab den Teddy gespielt. Teddy gespielt. Er war das Schwert. Ja. Aber ich möchte ich sehe trotzdem einen Unterschied da drin, ob dem Teddy der Kopf abgeschnitten wird oder ob der Teddy einfach aus Altersgründen den Kopf irgendwann mal verliert. Also meine Kuscheltiere haben früher auch irgendwelche Gliedmaßen verloren, weil sie einfach waren. Oder sie fangen schon so an wie bei Toy Story zum Beispiel. Da sind auch schon diverse Spielgeräte, die dann schon in Anführungsstrichen angeschlagen sind. Es ist natürlich auch nicht nur der Teddy, muss man dazu sagen. Ein Vampir verfolgt auch einen Mann und schließt ihn in einem Sarg ein, bevor dann obendrauf irgendwelche Tomaten gepflanzt werden. Und außerdem bekommen es Bibi und Tina auch mit Aliens und Meteoriteneinschlägen zu tun. Ach so. Aber da ist schon einiges los. Oh ja. Aber ich möchte abschließend noch die FSK selbst zu Wort kommen lassen. Das ist ja dann auch nur fair. Da sagt die FSK, die schwungvoll und mit viel Humor sowie fantastischen Elementen erzählte Geschichte ist jederzeit kindgerecht erzählt. Durch die realitätsferne Überzeichnung und slapstickhafte Momente, Musikeinlagen und die Betonung positiver Werte sei das Geschehene für Kinder im Vorschulalter ohne Beeinträchtigungen zu verarbeiten. So, bleibt natürlich noch der Fakt, dass da Kinder das Ende gar nicht sehen, weil sie weinend aus dem Film laufen. Ja, wobei, ganz kurze Frage, in dem Film stirbt niemand. Das geht jetzt nicht. Außer dem Teddybären, wir zählen den Teddybären jetzt mal als Leiche. Zweite Frage an den Henk, wer ist eigentlich diese FSK? Also wenn die FSK da zu Wort kommt, also was ist das eigentlich? Jeder kennt das Label, aber was ist das? Okay, ganz kurzes Background. Volkswirtschaftlich, regulierungsmäßig gesehen, gibt es ja für jeden Bereich mehrere Möglichkeiten, wie der Staat beispielsweise irgendwelche Dinge regulieren kann. Und es gibt Möglichkeiten, wo der Staat zum Beispiel sagt, Leute, macht das Ding selber, weil ich habe keine Lust, keine Ahnung, oder wenn ich das mache, dann gibt das vielleicht Ärger. Und in dem Thema Altersfreigaben sagt der Staat tatsächlich ganz klar, mach das mal lieber selber, liebe Filmwirtschaft, weil wenn ich das mache, dann heißt nachher, ich zensiere, bla bla bla. Und so läuft das halt seit vielen, vielen Jahrzehnten. Also ist ein Instrument der Filmwirtschaft selbst. Sie sind selber, das ist ein Gremium, was die Filmwirtschaft selber stellt. Allerdings ist das in jedem Land anders, beziehungsweise hat man je nach Verwertungsform des Films auch unterschiedliche Stufen. Also es gibt Filme, die kommen mit FSK 12 oder 6 ins Kino und werden dann fürs Fernsehen oder für Home Entertainment anders eingestuft. Manchmal werden oder viele Filme werden auch im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre nochmal verändert. Also ich hatte gerade nochmal so ein Beispiel, oder es kommen immer wieder neue Filme oder alte Filme, die früher zum Beispiel sogar verboten waren oder auf einer schwarzen Liste standen, werden jetzt ab 16 plötzlich freigegeben, weil sich natürlich auch, ich sag mal, die Kultur ändert.
Stichwort TikTok. Ja, da sind halt Sachen, die vor 20 Jahren noch richtig schlimm gewesen sind, heute einfach so lachhaft. Und die Seeerfahrungen und die Sehgewohnheiten haben sich natürlich auch geändert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und tatsächlich die Einordnung, das, was der Sommer gerade erzählt hat, völlig richtig. Die, der Kontext bzw. die Härte, die da gezeigt wird, wenn sie etwas aufgelockert wird durch vielleicht ein etwas lustigeren oder etwas, wie soll ich das erklären, also ne, einen Rahmen, der nicht ganz so ernst zu nehmen ist, oder zum Teil sind es auch Sachen, die nur in der Fantasie sich abspielen und trotzdem brutal aussehen, wie zum Beispiel bei Harry Potter oder anderen Sachen, dann ist die FSK da deutlich gnädiger in der Regel. Mhm. Ja, und natürlich ist das ein A für die Kino oder für die Kinobetriebe ein wichtiges Kriterium, aber auch fürs Fernsehen und auch natürlich fürs Home Entertainment, also für Blu-ray und Streaming-Plattformen, aber fürs Fernsehen dürfen zum Beispiel FSK 12 Filme nicht vor 20 Uhr gezeigt werden. Ja. Und wenn, dann müssen sie geschnitten werden. Und das kann ich nur, da kann ich nur jedem von abraten. Und vor allen Dingen, ich möchte das auch nochmal aufnehmen jetzt hier, ich möchte die Stelle nutzen, ja, weil bei der letzten oder vorletzten Folge doch hier die Mitglieder des Podcasts gestockt haben, weil der Beef nicht da war. Ja, der Beef hat ja mehrfach schon erwähnt, schaut keine Bums-Sender. Ja, genau. Ja, die Bums-Sender. Der Begriff Bums-Sender muss man wiederholen. Bums-Sender ist nur ganz wesentlich. Kabel 1 ist der Bums-Sender Nummer 1. Das fängt bei RTL an. Auch RTL ist ein Bums-Sender. Ich bin froh, dass jetzt mindestens fünfmal das Wort gefallen ist. Welches Wort? Bums-Sender? Ja, in der Folge, in der du gefehlt hast, ist es dem Prollo nämlich nie eingefallen. Ja, mir auch nicht. Uns allen nicht. Das wird mir nie wieder haben alle. Die sind tatsächlich, glaube ich, das ist ja das, worauf du hinaus wolltest, diese ganze Bums-Sender in aller Regel die Filme dann gerne auch mal verstümmeln und verkürzen, um sie dann früher senden, weil sie Bums-Sender sind und weil es im Prinzip nur auf den schnellen Erfolg ist und sie gerne dann auch mal ein FSK 16, die dann vor 22 Uhr nicht gesendet werden dürfen, dann um 20 Uhr liefern wollen, etc. etc. Und das ist ganz schlimm, wirklich. Also dann teilweise empfehle ich ist das zum Beispiel, so übel geschnitten. Ne? Ja, also wenn man den Film kennt im Original, ist halt teilweise richtig. Und das ist halt eben, und auch da muss man jetzt mal sagen, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Szenen und ob man einen Film gut oder schlecht findet oder ob man sonst was findet, auch ein Film ist ja letzten Endes ein Kunstwerk, auch mal, muss man ganz klar so sagen. Da haben zwar in aller Regel nicht nur ein Maler, sondern viele Leute dran gearbeitet, aber natürlich verschiedene Personen in unterschiedlich wichtiger und dominanter Funktion. Und da ist natürlich in Regel Drehbuchautoren und Regisseur zu nennen oder Regisseurin jetzt, also völlig geschlechtsneutral. Und im Amerikanischen auch noch mehr noch so Produzenten, die da natürlich auch eine ganz große Rolle spielen. Im deutschen Fernsehen sind das eher die Redakteure, die da noch eine dicke Rolle spielen. Aber egal, also auf jeden Fall ist es in der Regel ein Kunstwerk und ich finde das dann immer schwierig, wenn dann eben so ein Bums-Sender irgendwie dann an so einem Ding dann irgendwie rumfummelt. Das ist so, als wenn du sagst, na, bei Mona Lisa finde ich jetzt ja irgendwie den Blick so ein bisschen komisch, ich klebe dir mal was über die Augen. Und das geht nicht. Also entweder muss man es dann im Kontext senden, man muss oder eine Information dazu liefern oder sonst irgendwas. Arte macht das zum Beispiel vorbildlich, dass die dann gegebenenfalls Erklärungen liefern und oder aber so eine Art Dokumentation noch drumherum. Ja. Das ist, also ich finde sowas wirklich tatsächlich jetzt bei allem Spaß und auch bei Bibi und Tina, was da eben, finde ich es schon auch schwierig, wenn da so dran rumgestückelt wird, einfach nur wegen irgendeinem Scheiß. Ja. Das ist die perfekte Überleitung. Also du hast jetzt völlig recht. Auch Arte genannt und Kunstwerk. B, Kunstwerk. Bumssender. Ja. C, Bums, ja, okay. Ja, wir nehmen B, Bumssender, C, Kunstwerk. Und ich habe noch einen zweiten Horrorfilm für heute Abend, den möchte ich einfach mal, ich möchte einfach die Geschichte kurz erzählen. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir sind in einer Wüste. Wüstensand. Und in dieser Wüste erhebt sich plötzlich ein alter Autoreifen aus dem Sand und fängt an, loszurollen. Also seine Mission ist, alles und jeden umbringen, der ihm die Quere kommt. Habe ich sogar gesehen. Wie macht er das? Also wahrscheinlich mittels Telekinese. Ja? Also er starrt und ich möchte nochmal wiederholen, der Autoreifen starrt seine Opfer an, das Gummi beginnt zu zittern und dann wie so eine Art Klapperschlange platzt den Opfern, also den menschlichen Opfern, der Schädel einfach. Ne? So. Ach, der überfällt die gar nicht? Nee, ich dachte, der springt den ins Gesicht. Nee, der starrt die an.
Also der Reifen starrt die Menschen. Und dann platzen denen die Köpfe. Menschen, so, die so auf Reifen starren. Wie Garfield. Das ist ein geiler Reifen. Pass auf, aber ich bin noch lange nicht fertig. Ja? Aber der knattert die nicht vorher. Nein, der knattert die nicht. Hase. Ja. Also der Reifen... Ist ja kein Bumsender. Ja, ne, der... Das ist die Basisstory. Und jetzt müssen wir sich vorstellen, in dem Film selber gibt es auch noch so eine Art Publikum, die stehen in so einer Kneipe, also so, in so einem Motel, in so einer Bar und gucken mit Ferngläsern in diese Wüste und sehen dem Geschehen zu, sozusagen. Und da ist so eine Art Reiseveranstalter, der dieser Gruppe mehr oder weniger schlecht als recht irgendwie da so Getränke und Essen reicht. Und als dann der Reifen plötzlich aufhört, ja, so rumzumorden, dann setzt dieser Reiseveranstalter den Menschen, die da so mit dem Fernglas zugucken, einen vergifteten Truthahn vor. Wonach die natürlich auch alle verrecken. Ja. Bis auf einen. Und das ist der Sheriff, der überlebt hat. Ja. Und der Sheriff ist halt so, der versucht den Reifen dann zu stellen. Ja. Und nachdem er dann so gemerkt hat, also ne, er folgt dem Reifen, der dann weiter eine Spur der Zerstörung hinter sich so lässt und der geplatzten Schädel, da sagt der Sheriff irgendwann so, ja, das hier ist ja auch ein Scheißfilm, das können wir jetzt mal sein lassen. So, und wer diesen Scheißfilm sehen möchte, bitte verrat den Titel. Der Filmtitel heißt Rubber. Und er stammt natürlich von Quentin Dupieux, einem französischen Regisseur. Dem französischen Bruder von Quentin Tarantino. Er hat unfassbar geile Filme gemacht, wie Wrong Cops, Reality, etc. Kann man alles nachlesen im Benanza Trailer Park News. Und naja, also das ist im Prinzip die absolut konsequenteste Weiterentwicklung des sogenannten Nonsens-Horrors. Also wir haben viele Horrorfilme schon... Der Anti-Witz oder was? Wir haben ja alle viele Horrorfilme gesehen, wo im Prinzip man sich an mehreren Stellen die Sinnhaftigkeit fragen muss. Also Bibi und Tina ist da, glaube ich, ganz weit vorne. Und ne, da muss man am Ende des Tages sagen, das hier ist einfach so konsequent zu Ende gedacht, ja. Und der Film ist noch gar nicht mal so eine Billigproduktion. Also der ist hochwertig gefilmt. Man hat halt im Prinzip nur ein Setting. Das eine ist diese Kneipe und das andere ist die Wüste. Und deswegen konnte man sehr viel Geld in, sag ich mal, Kameratechnik und auch Sound, ja, da sind also richtig gute DJs am Start, die da so ein bisschen so eine richtig dumpfe Stimmung da hinterlegt haben. Also das ist ein wirklich unfassbar unbeschreibliches Horrorkabinett. Wie gesagt, total geil. Und muss man sehen. Ich muss zwei Fragen stellen und eine Feststellung machen. Ich fange mit der Feststellung an. Hört ihr alle auch Hank Franks Gruselgarten im Hintergrund? Hier sind die ganze Zeit so Hintergrundgeräusche. Das hört sich an, als ob wir hier wirklich so die Nacht der lebenden Toten haben. Die ganze Zeit so... Sind die Besoffenen also hier? Vielleicht sind es unsere Besoffenen. Das ist schon mal sehr geil. Also Ambiente stimmt. Zweite Frage. Wie viele Leute sterben in diesem Film einfach für den Headcount, den wir hier heute ausgerufen haben? Ich glaube alle. Aber weil wer soll den Reifen aufhalten? Außer dem Sheriff. Okay. Sheriff sagt ja irgendwann, der Film ist zu Ende und dann ist er zu Ende, weil er dauert doch nur eine gute Stunde. Aber also, überlebt. Also sagen wir mal, 87. Ist wahrscheinlich, ja. Okay. Ich habe noch eine Frage. Eine Frage nur zuletzt an unsere Hörerinnen und Hörer. Bitte sagt uns am Ende der Sendung, was höher ist. Die Zahl der Leichen oder der Nennung des Namens Bumskanal? Bumssender. Bumssender. Bumskanal. Dreimal jetzt. Bumskanal, kann man auch noch falsch verstehen. Bumskanal. Ich wollte jetzt auch mal kurz feststellen, am Anfang, als du sagtest, der Reifen erhebt sich aus der Wüste, da hat es mich erstmal erinnert an das Land der Raketenwürmer. Oder ja, genau, mich auch. Tatsächlich. Ja, auch ein sehr geiler Film. Ja, auch ein cooler Film. Tremors. Und was ich mich aber dann gefragt habe, ein Reifen, ja, und da ist auch ein Sheriff. Das heißt, der Sheriff hat auch ein Schießeisen. Also eigentlich kann man ja einen Reifen auch einfach mal erschießen, denn der hat ja, ich meine, ich weiß nicht, ist das ein Reifen, der so auch noch einen Schlauch innen hat und aufgepumpt ist, oder ist das nur der Mantel? Nee, das ist schon ein ordentlicher Reifen mit Felge. 195, 60 R15. Ja, aber ja, kann man den auch und tatsächlich, ich glaube, Goodyear oder Wusung. Ja, eins von den beiden. Aber tatsächlich, in dem Film ist es so, dass dieser Reifen, sobald sich irgendeiner ihm nähert, er anfängt zu vibrieren und dann platzt der Kopf. Ja, aber kann man ja so aus der Entfernung, so mit so einem Colt, ne, so wie Terence Hill früher. Ja,
könnte man probieren, Bud Spencer drauf zu hetzen. Also der ist ja auch eher resistent gewesen. Auch gut, ne? Ja. Der ist ja auch nicht mehr am Leben, aber früher war der ja eher so, da hatte die ganze Masse ihn ja auch vielleicht abgeschirmt. Ja, der Bud Spencer hätte natürlich auch mit seinem Dampfhammer so oben, einfach oben drauf auf den Wenn Reifen. Wenn ihm nicht vorher der Kopf geplatzt wäre. Ja. Apropos, ganz kurz mal, Bud Spencer Fun Fact. Wisst ihr, was er vorher gemacht hat? Ja, Schwimmer. Ja, Schwimmer. Schwimmer. Und zwar wie, erfolgreich? Ja. Italienisch. Olympiasieger. Nee, Olympiasieger nicht, aber Teilnehmer. Olympiateilnehmer. Was man ihm ja so erstmal in seinen Filmen nicht zwingend angesehen hat. Ja, aber der sah gut aus. Ja, ja, der war richtig fit. Also als Giancarlo oder wie heißt der, ne? Irgendwie so einen italienischen Namen. Ja. Ich finde diese Horrorgeräusche so geil. Wie hast du das gemacht? Peter Soli du hast kein Geräusch. Ja, ja. Ja, genau. Aber sehr, so sehr Unwissenheit wieder hier zur Schau. Die Grillen und das. Das sind hier die Nachbarskinder, die werden gerade gegrillt. Du hast uns aber damit einen schönen. Also, das fand ich, das war jetzt immer ein guter Filmtipp. Also, eine Stunde, das glaube ich, das muss ich sehen, wie dieser Reifen. Ja, ist sehr grotesk, aber wenn du den Film gesehen hast, dann möchtest du auch die anderen Filme von Quentin Dupieux, also den möchte ich sehr hoch feiern, diesen Regisseur, auch sehen. Die sind alle etwas weniger absurd, aber alle sind irgendwie crank. Crank. Okay. Und der ist halt horrormäßig crank, weil wirklich eine Menge Leute mit geplatzten Köpfen sozusagen hinterlassen. Gut, das ist ja wahrscheinlich auch noch symbolisch, weil sonst der Reifen ja platzt. Also das ist wahrscheinlich, geht auch in diese Richtung, dass das so eine Verkehrung der Ebene ist. Ja, wahrscheinlich ist das einfach die Rache der Reifen, die ja sonst und so lange gekriegt werden. Revenge of the Rubbers. Ja. Genau. Ja, also gut, wir hatten jetzt hier zuletzt geköpfte Teddybären und jetzt platzende Köpfe. Wer gruselt uns weiter? Also, ich habe das House of Horrors noch vorbereitet. Das ist aber auch ein wirklich ekliges, echtes Ding. Nicht so Film, das gibt es wirklich. Und wie, das gibt es wirklich? Ich habe noch was Wissenschaftliches, was dann alles wieder runterzieht. Also, das machen wir am Schluss. Dann machen wir das am Ende, wie immer. So, ich bin drauf gestoßen, weil, wie jeder weiß, der Sammer und ich heißblütige Fußballfans sind. Und es gab eine kuriose Geschichte, die wollte ich im letzten Podcast bringen und jetzt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, denn in England, in der 5. Liga, in dem 180.000 Einwohner Dorf Southend-on-Sea, hat man eine Tribüne nach einer Massenmörderin benannt, ohne das zu wissen oder zu wollen. Was ist passiert? In England weiß man das ja, die Tribünen werden ja gerne an Sponsoren verkauft und das hat man auch dort gemacht und hat in dem Roots Hall Stadium an einen Immobilienmakler Gilbert and Rose die Namensrechte für den West Stand verkauft und deswegen heißt er jetzt Gilbert and Rose West Stand. Rose West ist dummerweise eine sehr bekannte Massenmörderin in England. Und das hat mir den Grund geliefert, um mal nach Rose West und ihrem Mann Frederick West zu googeln. Und die beiden sind wirklich krasse Freaks gewesen. Also der Frederick, ich gehe jetzt einfach mal zu Wikipedia, um euch ganz kurz in das Leben von Frederick West und später kam auch Rose in sein Leben mitzunehmen. Der Frederick kam 41 auf die Welt. Hat die Schule dann mit 15 verlassen. Man hat ihn immer gehänselt als Muttersöhnchen und so weiter. Und angeblich hat der Vater auch irgendwie die Schwestern missbraucht. Und 1962, beziehungsweise mit 20, lernte er dann eine schottische Frau kennen, Bernadette Costello, eine Diebin. Und diese Bernadette... Schottisch Bernadette Costello? Eine Bernadette Costello aus Schottland, die war dann seine Frau, die hat geheiratet, 62. Und dummerweise hat die Bernadette dann einen asiatischen Busfahrer geknallt und von dem ein Kind bekommen. Ein halbasiatisches Kind. In Schottland? Ein asiatischer Busfahrer? In England. Die war aus Schottland, in England. Und die Bernadette? Und die Bernadette hat aber den asiatischen... Wie heißt der Film? Die schottische Bernadette hat den asiatischen Busfahrer in England geknallt und ein Kind mit dem gezeugt. Aber der war nicht klein. Nee. Nein. Die Räder vom Bus gingen immer rund und haben die Leute damit geknallt. Genau, und es waren viele Hasen unterwegs. Ja. Genau, und die haben dann immer erzählt, der sei adoptiert worden, dieser Sohn. Und dann haben sie noch ein zweites Kind bekommen. Der Busfahrer. Und
Nee, Frederick und so. Bernadette. Und Frederick war Eiswagenfahrer. Und ja, von Bofrost. Ja, nee, Ei, also so soft, so Eis, ne? Also leckeres Eis. Und hat dann dummerweise eines Tages, das war sozusagen der erste Mord, also aus Versehen, hat er ein Kleinkind überfahren mit seinem Wagen, totgefahren und hat den Job verloren. Und dann haben sie eine 17-Jährige kennengelernt, die haben da so eine kleine Ménage à trois gehabt und die 17-Jährige hat er dann auch noch geschwängert und hat eine Tochter mit der gekriegt. Und dann fing das Morden irgendwann an. Also ich muss jetzt mal hier ein bisschen gucken, um das in die richtige Reihenfolge zu machen. Also ja, Frederick, dann hat jetzt genug Kinder, da muss man auch mal, ja, der, mal ein bisschen also der mal Frederick Tabula Rasa machen. Hat richtig viele Kinder gehabt und auch richtig viele Kinder umgebracht dazu. Die Frau, diese Diebin, die hat sich dann nach Schottland verpisst. Er ist mit den zwei Kindern, die haben noch ein eigenes Kind gekriegt und dieses asiatische Abstammungskind, Busfahrer. Die hat er dann in so eine Art Käfig gehalten. Und dann hat er diese 17-Jährige kennengelernt, die haben sie dann bei sich ins Haus aufgenommen. Ich glaube auch ein Kind mit der gemacht. Und kurz vor der Geburt, vor diesem Kind von der 17-Jährigen, hat er die Frau einfach umgebracht und im Garten verscharrt. Welche? Das war der erste Mord. Die 17-Jährige? Die 17, also die, mit der sie dieses ja. Ding hat. Die andere Frau war dann auch weg. Und dann kam Rose als Kindermädchen, weil er hat ja noch zwei, das asiatische, ja, nicht von ihm, und das eigene, Heather. Ja. Und dann kam Rosemary Letts kam ins Haus und als Kindermädchen. Und dann hat er sie auch direkt schwanger gemacht, 1970. Und kam dann dummerweise in den Knast. Und dann wurde die Stieftochter durch die Rose, hat dann die Stieftochter umgebracht, also das Kindermädchen hat dann die Stieftochter kalt gemacht, die er irgendwie auch hatte. Und er hat dann die Rose quasi zur Prostitution angeboten. Dementsprechend, also lange Rede kurz, sie hat 8 Kinder geboren. Klingt nach komplexer Geschichte. Die haben relativ viele Kinder umgebracht in der ganzen Zeit. Und die Rose hat unter anderem auch die fremden Kinder, die er quasi, die auch nicht seine waren, umgebracht für ihn. Und der war im Knast, als er im Knast war, der hat sie sich um die fremden Kinder gekümmert, die schottische Diebin mit dem Busfahrer und so weiter geklaut, hatte sie die erlegt. Und er kam aus dem Knast wieder und hat die zerstückelt und die haben alle Kinder auf dem Grundstück verscharrt. Prima. Ja? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, aber ja, es gibt ziemlich viele Tote. Also es gibt ziemlich, ich sage auch gleich noch eine Zahl für unsere Hörerinnen und Hörer, aber dann ging das halt richtig ab. In diesem Haus, die haben dann ein Haus erworben in whatever, Cromwell Street 25, das House of Horrors. Und da ging es dann halt richtig ab. Da haben die dann angefangen, auch Kinder zu entführen, junge Frauen zu entführen, hatten einen so einen Folterkeller da. Und dann ist hier eine ganz lange Liste von jungen Frauen, die sie alle umgebracht haben und teilweise auch die eigenen Kinder. Die hatte ja, wie gesagt, 8 Kinder von teilweise genug, von, ne? Frederick, teilweise von den Typen, mit denen sie sich da prostituieren mussten. Und dann haben sie die, wenn sie keinen Bock mehr hatten, haben sie halt umgebracht. Ne? Wir setzen unsere Kinder vors Tablet, die bringen die halt um. Und am Ende des Tages wurde dann der Frederick nicht wegen Mordes, sondern wegen der Vergewaltigung an einem minderjährigen Mädchen verhaftet. Und dann kam raus, erst 1993 kam raus, dass hier eigentlich ganz schön viele Leute schon tot gemacht haben. Der Frederick 12 und an 10 dieser 12 Morde war eben, jetzt müsst ihr genau rechnen, war die Rose West, nachdem dieses Stadion im West End benannt ist, beteiligt. Der Frederick, wie Männer so sind, hat sich dann in den 90ern im Knast erhängt und die Rose sitzt heute noch irgendwo in England im Knast. Und weil das alles so tragisch ist und um das abzurunden, habe ich noch geschaut oder zufällig beim Recherchieren gefunden, dass sie auch unter anderem einen dieser vielen Söhne hatte, nämlich Barry West. Barry West ist jetzt nämlich gerade vor ein paar Tagen an einer Überdosis, na gar nicht, aber am 2.11.2020, ist auch schon ein bisschen, der ist mit 40 Jahren an einer Überdosis gestorben. Und dann denkt man sich, ja gut, normale Geschichte, ist halt der Sohn von Fred und Rose West als Serienmörder, aber der hat auch eine richtige Scheiße miterlebt, weil der hat als Kind teilweise gesehen,
wie seine Eltern die Geschwister zerstückelt haben. Ich meine, normal, dass man da eigentlich drogenabhängig wird, liegt auf der Hand. Oh ja. Echte Horror. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich nicht. Krasse Story ist dem Beitrag dann auch zu entnehmen, wie das rausgekommen ist. Anlässlich der Vergewaltigungsuntersuchung haben sie dann irgendwie das Haus durchsucht. Ja, die haben das Haus durchsucht und haben dann angefangen, da irgendwie rumzubuddeln und sowas. Und haben dann halt auf diesem Grundstück also zig Leichenteile gefunden, haben die dann alle zusammengepuzzelt und haben mindestens, das ist auch nur eine Mindestzahl, aber für unser Rätsel sagen wir mal 12, Menschen identifizieren können, die da vergraben haben. Teilweise eigene Kinder, teilweise irgendwelche. Das ist vorher nie irgendwie rausgekommen. Vorher nie bekannt geworden. Also, und das geht ja seit Jahrzehnten im Endeffekt. Ja, ja. Das ist einfach krass. Und danach ist in Southend jetzt der West End benannt. Aber ich meine, man sieht ja oft, oder ich muss ja nochmal ganz kurz selbstreferenziell sein, man sieht ja oft Filme, wo so ähnliche Geschichten ablaufen, dann denkt man sich auch, was für ein Quatsch, ne? Kann ja niemals passieren, muss doch auffallen. Ja, aber anscheinend fällt es nicht so oft auf. Ja. Oder beziehungsweise nur in Ausnahmefällen. Das ist ja wirklich, da war mir auch nicht bekannt in dem Maße. Wenn du so einen Kerker dir da baust und dann halt irgendwelche Leute wegklaust und teilweise das wahrscheinlich, also es hört sich jetzt doof an, aber sind auch oft dann eben vielleicht Leute, die keine anderen Leute haben, die ihn nachweinen, weißt du? Also Menschen, die keiner vermisst, das dauert dann auch einfach eine Zeit lang, bis das auffällt, dass die einfach gar nicht mehr da sind. Das ist so traurig, aber wenn er einen Obdachlosen erschlägt und das nicht irgendwo, jetzt wie in Bonn, da ist ja auch eine Horrorgeschichte, habe ich mir auch erst überlegt, in Bonn haben sie einen Kopf vom Obdachlosen Bonn. Ja. Ja. Und Horror schlechthin, das ist jetzt natürlich schnell bekannt geworden, aber wenn du den dann irgendwie verschwinden lässt, wem fällt das auf? Also ich habe da hinten auch noch so ein Loch im Boden, da können wir gleich gerne mal kurz gucken gehen. Also, ne? Ja, das Bierloch. Ich habe nämlich schon wieder leer hier. Ja, danke gleichfalls. Moi aussi. So. Wer geht denn Bier holen? Soll ich Bier holen gehen und ihr erzählt noch eine Horrorgeschichte? Nee, ich gehe mal Bier holen. Ich bin ja hier Gastgeber, ich mache das sehr gerne. Okay, dann. Ja, ist jetzt der Beef mit der Wissenschaft dran, damit wir uns alle mal erholen können? Oder? Ja, finde ich auch. Aber war das Horror? War ich das? Das war Horror pur. Deswegen würde ich jetzt gern den seriösen Herrn Rogers hören, der bekannt dafür ist, dass er das Niveau bei uns im Podcast auf ein erträgliches Niveau hebt. Ja, ich guck mal. Also es geht letzten Endes darum, dass tatsächlich geht es um psychologische Forschung und es geht der Versuch der Erklärung von Geistererscheinungen. Und Hintergrund ist, die haben ja als Beispiel, dass es solche Berichte über übernatürliche Präsenzen gab es zu allen Zeiten, allen Kulturen. Und eines der bekannteren Beispiele ist zum Beispiel Reinhold Messner da, der quasi österreichische Yeti, der in 1970 mit seinem Bruder vom Gipfel des Nanga Parbat herabstieg und er noch den Eindruck hatte, dass plötzlich war ein dritter Bergsteiger hinter uns, beschreibt Messner, ein wenig rechts von mir, ein paar Schritte hinter mir, allerdings außerhalb meines Blickfelds. Und er sei unsichtbar, aber anwesend gewesen, deutlich zu spüren. Und da sagen die Wissenschaftler natürlich, naja, das ist im Prinzip erstmal nur eine Halluzination, liegt vielleicht auch an dem Sauerstoffmangel, Erschöpfung etc. etc. Jetzt haben sie auch versucht, das irgendwie nachzustellen und haben tatsächlich im Prinzip einen Weg gefunden, wie man solche Geistererscheinungen oder Geisterempfindungen in Anführungsstrichen im Labor erzeugen kann. Und zwar sind sie herangegangen und sagen, naja, also das hängt ein bisschen mit ich kann jetzt mal in die Runde fragen, es gibt mehrere Regionen in der Großhirnrinde, drei bekanntere, wie seid ihr da so aufgestellt? Vorne, Mitte, hinten. Ja, das ist schon mal sehr gut. Es gibt den insularen Kortex, der parietal-frontale Kortex und der temporoparietale Kortex. Ist jetzt irgendwie jetzt keine Überraschung. Genau wie Prollo eigentlich gesagt hat. Genau wie Prollo gesagt hat, nur quasi in anders. Und das sind die Hirnregionen, die wohl immer aktiv sind, wenn die Position des Körpers oder eines Körperteils im Raum bestimmt wird. Also bei Bewegungen oder bei Bewusstwerden des eigenen Selbst. Genau, und dann haben sie Probanden in ein Experiment geschickt und haben halt gesagt, dass sie
eine elektrische Stimulation dieses temporoparietalen Kortex, dass das wohl so eine Geisterillusion auslösen kann, und haben dann mit sensorischen und motorischen Reizen, und zwar indem sie quasi immer, wenn die, haben denen die Augen verbunden und haben dann immer, wenn die eine Bewegung mit der Hand gemacht haben, beispielsweise die Hand von links nach rechts, haben sie gleichzeitig mit einer Roboterhand den Probanden in der gleichen Bewegungsrichtung über den Rücken gestrichen, auch von links nach rechts. Und dann wurde eine Diskrepanz erzeugt, wie gesagt, und da haben dann die Wissenschaftler danach durch so eine zeitliche Verzögerung, also sprich der zwischen der Bewegung der Hand und der Roboterhand, haben sie quasi danach erzeugt, und das ist bei dem, ist im Gehirn der Probanden dann schiefgegangen, und da haben die plötzlich so eine Art Geisterillusion gespürt. Das heißt also, durch diese Geschichte haben die Menschen quasi gedacht, da wäre jemand hinter ihnen, obwohl keiner hinter ihnen ist. Und da waren die Forscher ganz begeistert, und sie gehen auch davon aus, dass das im Prinzip, dass diese Illusionen unter solchen unter Bedingungen hervorgerufen werden, wenn die sensorischen und motorischen Signale gestört sind, quasi bei Menschen. Das heißt, das ist im Prinzip eine Vermutung, es sei denn, es gibt dann doch Geister, aber das wäre eine Vermutung, wo solche Phänomene quasi erzeugt werden können. Ja, das wäre es im Wesen. Das heißt, Geister sind möglicherweise gar keine Geister, sondern nur Illusionen. Ja. Ja, das halte ich jetzt aber für ein bisschen weit hergeholt. Also, ja, gut. Also eigentlich ist doch nahezu erwiesen, kann man sagen, dass es Geister gibt. Inwiefern? Wenn du dir ordentlich den Kortex stimulierst. Oder jemand vom Roboter im Rücken rubbeln lässt. Nee, aber wo ist denn erwiesen, dass es Geister gibt? Ja, geht auch in die Literatur ein, nur. Ich meine, glaubst du, das sind alles erfundene Geschichten? Jetzt ist da kommt Literatur nichts. Literatur ist erfunden. Wenn man beschäftigt damit, Bierflaschen zu sortieren. Ja, man muss nach hier nur leer. Mal ein paar Entschuldigung. Stichhaltige Argumente bringen schon so. Ja, also genau. Wenn Literatur jetzt quasi das... Okay. Ja, da kann ich natürlich wenig argumentativ entgegensetzen. Sag mal, wenn du jetzt so einfach faktisch vom Leder ziehst, dann... Ja, was will man dazu sagen? Ich habe vielleicht eine gute Verbindung dazu. Kack die also Wissenschaft ab. Ich war ja kurz für die Hörer, Hörerinnen, Hörende und so weiter, kurz Bier holen. Bier Dungeon. Und jetzt habe ich, also das, was ich jetzt mitbekommen habe, ich hab noch eine dritte, natürlich nicht echte Geschichte, aber vielleicht ja doch. Aber ja. Bevor du die zündest, möchte ich den Beef noch auf eine... ein kleines Detail seiner Geschichte hinweisen, auch für unser Gewinnspiel. Bei diesem Abstieg vom Nanga Parbat ist ja der Bruder gestorben. Genau. Ne? Also aufmerksam. Ja, sehr gut. Also noch ein Toter quasi. Und das ist ja auch das ganze Drama des Reinhold Messner. Ja, genau. Aber das spricht doch auch wieder für die Existenz von einem Dritten. Absolut. Ja, vielleicht ist es auch so, dass der da durchgedreht ist und sich das ausgedacht hat, aber man weiß das halt nicht. Ich will hier keine Ver... Also der Sammer, verdammte Scheiße, ey. Immer drehe ich das hier runter, wenn einer aufsteht und sinken geht, und du reißt dir das Ding einfach von der Fresse. Jetzt kann ich das wieder rausschneiden, weil der den Arsch friert oder was? Warum? Das ist doch leise gewesen. Hat doch gar keiner gemerkt. Nein. Weißt du, wie das rauscht, du Vogel? Wieso rauscht wie der Elefant im Affenstall? Oh. Wieso rauscht das? Die ganze Zeit. Was die Hörerinnen und Hörer nie hören, ist das ganze Gerausche vom Herrn Sammer, wenn er sich wieder den Popel in die Nase klassisch unterhopft. Klassisch, unterhopft. Ja. Wir haben ihn furchtbar erstmal Feuer machen jetzt hier. Wenn er schon mal auf ist, kann man... Aber was anderes, also diese Bierbank... ist mit den Sitzmöbeln vom Beef definitiv nicht zu vergleichen. Nee, man ich glaube, so eine Spur härter drauf. Ja. Aber das ist auch gut, dann wird der Podcast nicht so lang. Genau. Mhm. Na, aber wir hätten ja auch auf der Hollywood-Schaukel Platz nehmen können. Da habe ich ja eben auch schon gesagt. Die quietscht aber so. Du hast das Ding aus. Nee, habe ich nicht. Da hast du mich ausgestellt. Da musst du mich nochmal anstellen. Ja. Jetzt, hallo? Bin ich wieder da? Also, hallo. Das musst du mir technisch erklären. Bist du das jetzt ein Problem? Da habe ich nicht verstanden. Ja, weil du voll auf Sendung bist und das... Pass auf, wir machen das jetzt mal smooth. Und ich verspreche, warte, ich verspreche, die nächste Situation nicht zu schneiden. Herr Sammer kommt an den Tisch, möchte seinen aufgewärmten Po wieder auf die Bank setzen. Ich regel dich auf null, du setzt dir den Kopfhörer auf, ruckelst das zurecht,
nimmst die Sprechmuschel wieder aus dem Backenzahn raus und ich drehe dich wieder auf und du sagst, hallo. Hallöchen. Wunderbar. Ja, so läuft das. Ja. Ganz großartig, ganz großartig. Ja. So, jetzt du. Ich glaube, sein Po brennt. Ja, also ich habe noch einen letzten Horrorfilm-Tipp und den finde ich wirklich, also da hat es mir damals, ich kann mich noch gut erinnern, echt auch gejuckt. Also so wirklich, der ist wirklich heftig. Also da und wenn es heftig wird, dann juckt es dich? Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also der ist nicht heftig in Form von Splatter-Gore oder sonstigen schädelplatzenden Menschen, sondern es geht darum, dass es um so eine Art Fluch oder Krankheit geht, die per Sex übertragen wird. Und wenn du diese Krankheit bekommst durch Sex, dann verfolgt dich irgendetwas. Also dieses Irgendetwas ist aber nicht so wirklich greifbar, es ist auch nicht sichtbar. Ja? Es kann seine Gestalt wechseln, kann sogar aussehen wie du selber, wie deine Eltern, wie irgendjemand, wie deine besten Freunde. Und naja, du merkst halt, irgendwas stimmt nicht. Und es läuft dir hinterher und zwar stetig, also langsam. Aber stetig. Also ist nicht aufzuhalten, auch nicht durch irgendwelche Wände. Aber das ist nur, wenn du Sex mit den Leuten hast, die das haben, pass oder auf. Mit allen? Egal. Pass auf, nee, nur mit einer speziellen Person, denn das Ding ist unaufhaltsam nicht zu töten. Dein Leben lang, bis du es durch Sex an eine andere Person weitergibst. Ah, wie der Plumpsack also. Wie der Plumpsack. Der Plumpsack geht Bumsack. Herum. Der Bumsack. Ja, auf dem Bumsender. Ja, auf dem Bumsender. So, stirbt, und der Witz ist an der Sache, stirbt diese Person, an die du das weitergegeben hast, oder wird vom Monster, dieses namenlose, nicht sichtbare und nicht greifbare Monster, tatsächlich getötet, und das passiert in dem Film mehrfach qualvoll, verfolgt dich das Wesen again. Und nach dir wieder die vor dir in der Reihe. Ah. Und wenn du das mal zu Ende denkst, dann macht das die Sache wirklich völlig unlustig. Und der Film heißt, und damit ist eigentlich alles gesagt, It Follows. So, und jetzt habe ich einen Profi-Tipp. Wenn ich das hätte, ich würde ja sofort im Puff gehen und das an irgendeine Prostituierte weitergeben. Ja, bitte. Ja. Ne? Und die gibt das dann an den erstbesten Freier weiter, der dann am nächsten Tag wieder in einen anderen Puff geht. Und dann bin ich ja schon mal drei Layers wieder weg davon. Ja, da hast du aber unter Umständen nur drei Tage was von, wenn überhaupt. Weil sie sterben alle, oder was? Ja, wenn die halt von diesem It also voll das aus... Also das It bringt die auch um. Also das genau, will die auch also wenn das It die sozusagen erreicht, dann werden diese Menschen zum Teil ertrunken, erdrosselt, oder auf sonstige Art und Weise. Du solltest dir einen Marathonläuferin schnappen. Ja. Oder Pilot Musk, der zum Mars fliegt. Ja, ja, aber es ist ja auch noch ein moralisches Dilemma. Das muss man ja schon so sagen, ne? Würde ich jetzt mal. Also jetzt mal unabhängig jetzt. Egal wer das jetzt ist, ob ich denjenigen gut leiden kann oder nicht, ob er jetzt in einer gesellschaftlich eher geachteten Position ist oder nicht. Das ist ja schon irgendwie schwierig, ne? Also wenn ich quasi wissentlich etwas weitergebe, wo ich weiß, das wird demjenigen oder derjenigen massiv schaden und bis zum Tode, dann ist das ein moralisches Dilemma. Das finde ich echt die ganz spannende Frage. Nein, nicht bis zum Tode, bis zum nächsten Koitus. Weil vor allen Dingen, es fällt ja dann irgendwann wieder auf dich selber zurück. Genau. Und das ist ja das Schlimme an der Sache. Ja, im Endeffekt propagiert das doch einfach nur, dass du so viel Sex wie möglich... oder so wenig. Ja, aber dann bleibt es ja bei dir. Ja gut, ja, vorher, wenn du vorher das wüsstest, wenn du es vorher wüsstest, klar, dann... aber die Frage, hilft Verhütung eigentlich? Ja, ich glaube, das wird im Film tatsächlich nicht direkt beantwortet, aber ich glaube, jegliche Art von Geschlechtsverkehr, egal mit welchen Mitteln, die dazwischen eingesetzt werden. Also Selbstbefriedigung ins Klo funktioniert auch nicht. Na, dann trifft dich das Monster beim Scheiß. Da kommt der Blob daraus. Ja. Nein, aber tatsächlich ist das ein unfassbar... krasser Klassiker mittlerweile, also der ist von 2014 und It Follows, ja, ist damals extrem gefeiert worden auf allen Filmfesten und ja, ist eigentlich, also das muss man mal gesehen haben, weil auch die ganze Machart ist so strange, ja, also das Ganze spielt auch in einer Welt, die nicht so ganz greifbar ist, da sind also da werden zum Beispiel Geräte oder Smartphone-artige Geräte eingesetzt, die es eigentlich gar nicht gibt.
also das Ganze spielt eine Realität vor, die auch nicht da ist. Das hat also alles einen sehr weirden Charakter. Und ja, das, aber macht ist, das geht gut aus am Ende, deswegen ist FSK 0. Es geht weder gut aus, noch ist es FSK 0. Die Sexszenen werden mit einer schönen Musik untermalt. Ja, genau. Nee, tatsächlich finden Sexszenen kaum statt, weil wenn, dann sind die ja alle eher so aus Gründen der, wie soll ich sagen, Panik entstanden. Mhm. Ja, und nicht so wirklich aus. Das heißt, die Leute, die schnallen das dann und sagen, ich muss das jetzt weitergeben. Und ja, es beginnt tatsächlich wie so häufig. Und fallen quasi andere Leute an irgendwann. Es beginnt wie so häufig bei Teenagern oder bei irgendwelchen College-Studentenköpfen. Und relativ schnell spricht sich das herum. Und das ist also eine Hatz und eine Flucht, die erst sehr langsam anfängt und dann immer schneller und immer krasser wird. Also, das gebe ich mir doch heute Abend noch zum Abschluss dieser schönen Thematik. Durch den Plumpsack. Ich hätte jetzt. Obwohl der Plumpsack geht um. Der Bumsack, das wäre ja auch wirklich ein schöner Titel gewesen. Ja! Also, der Bumsack geht um. Bunny und sein Bumsack. Auf den Bumsender. Nochmal einen Punkt in die Fraktion Bumsender zu bringen. Ich schau mal in die Runde. Ich glaube, jeder hat hier so ein bisschen einen vom Horrorstapel gelassen. Das wäre dann für mich das Zeichen, bei einer Stunde 24 den hier abzuspielen. Auch in diesem Garten kommt es immer wieder gut. Das gute alte Schiffshorn. Bestien kommen aus dem Wald. Genau. Und der Sammer aus dem Wald. Ja, man hört sie ja die ganze Zeit im Hintergrund quatschen, die Bestien, aber ich finde das auch so geil, wie sehr die an unserem Podcast interessiert sind. Ja, super. Null. Ne? Die ganze Zeit. Ja, vor allen Dingen, dass die ganze Zeit warten mit ihrem tödlichen Einsatz, bis wir wirklich durch sind. Ne? Die stehen die ganze Zeit schon sabbernd hinter den Bäumen. Für den Abschlussapplaus müssen wir sie jetzt gleich noch aktivieren. Ja. So. Ja. Also nur mal kurz nochmal hier zum Abschluss, sowas macht man natürlich am Ende, nicht am Anfang, für die Zuhörenden nochmal hier das ganze Szenario hier kurz darstellen. Direkt das Feuer neben uns hier, das Lagerfeuer hinterm Ben Cartwright und Prollo Ferrari, dann ein waldiges Dickicht, hinter dem man dann oder in dem man dann tatsächlich immer irgendwelche Untoten schon warten sieht auf ihren Stimme Einsatz. Die Stimme hört man ja. Ja, ja. Mhm. Und zur anderen Seite dann offen der Sternenhimmel. Wir sitzen hier wirklich ganz fantastisch für diesen Anlass. Ich möchte eine spookige Geschichte aus Thailand zum Abschluss hier kredenzen. Und zwar stellt euch vor, ein 73-jähriger Dorfbewohner geht in den Wald, in den sehr, ja, wie soll man sagen, unzugänglichen oder sehr dichten Wald Pilze sammeln und stirbt dabei, wieso auch immer, die Todesursache spielt jetzt gar keine Rolle. Und im nächsten Moment oder kurze Zeit später wird er gesehen, wie er auf einem Motorroller durch den Wald heizt. Wie kommt das denn zustande? Hat einen eineigen Zwilling. Ein eiger Zwilling. Sonst noch irgendwelche. Also der ist amtlich gestorben. Der ist amtlich gestorben. Der ist beim Motorrollerfahren gestorben und ist weitergefahren. Ja, in Thailand haben die ja quasi nur Motorroller. Der ist gestorben, dann ist der Enkel da hingefahren, hat den Opa auf dem Motorroller geschnallt, so an sich selbst festgebunden und hat den halt wieder in die Stadt gekarrt. Das ist fast die Wahrheit. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Ben Carter... Tut mir leid, aber das ist Thailand. Das Rätsel so gut und so schnell gelüftet hat. Es ist nämlich tatsächlich so, dass der irgendwie vermisst wurde, gefunden wurde und in diesem Wald, da kann man irgendwie anscheinend nicht wirklich anders klarkommen als mit, sieht ja erstmal aus wie ein normaler Motorroller, den dann da irgendwie rauszutransportieren. Und der hat dann tatsächlich die Leiche genommen, eingewickelt. Derjenige, der sie da rausgefahren hat, hat sie tatsächlich, wie der Ben gesagt hat, es sieht ja aus wie Klebeband oder so, hat sie direkt an seinen Rücken, wie so jemand, der eben mitfährt, hinten dran geklebt und ist dann mit diesem Roller durch den Wald geheizt, um den dann eben zur Obduktion zu bringen. Und jetzt möchte ich, der Henk weiß es mit Sicherheit, aber wir haben es hier in diesem Podcast schon fünfmal erwähnt,
Es gibt einen sehr geilen Film, wo Ähnliches passiert. Immer Ärger mit Bernie. Jawohl. Hallo. Mit dem Cabrio. Wieder Ärger mit Bernie. Gibt es da noch eine Fortsetzung? Ja, da gibt es auch noch. Mann. Ja, der Typ ist lange tot. Untotbar. Ja, geile Geschichte. Also es ist ja wirklich, das Leben schreibt halt wirklich die besten Geschichten. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss dazu sagen? Oder habe ich jetzt den Spoiler völlig im Arsch gemacht? Nein, ich bin ja, Ben, ich bin ja immer froh, wenn hier auf meine Fragen nicht nur irgendwie gähnende Stille herrscht, sondern tatsächlich auch intelligente Beiträge mal. Ja. Vom Beef vorhin Wahnsinnsbeitrag und jetzt hier vom Ben Cartwright. Man muss auch sehen, wir haben so viel unterschiedliche Biere schon getrunken. Also ich freue mich auf diese Liste. Da sind nur circa 48. Also. Ja, dieses Erdloch ist unergiebig, muss man ehrlich sagen. Ja, da gehen wir gleich noch rein, habe ich ja schon gesagt. Unendlich. Ja. Saunaloch. Unendlich ergiebig. Bevor wir schließen, möchte ich am liebsten unsere Gäste nochmal an den Tatort bitten, wenn das geht. Können wir irgendwie nochmal ein bisschen... Hallo, liebe Gäste. Es war so eine schöne Sendung mit euch. Also, das war so toll. Könnt ihr nochmal einen ganz fetten Applaus hier an die Community nochmal so richtig außer euch so... Ja, Horrorgarten. Ganz stark. Großartiger Auftritt. Der Horrorgarten. Lass die Klamotten an. Ist okay. Ja, nee, Horst, das Riesenteil haben wir schon, haben wir alle genau, schon besprochen. Reicht für heute, reicht. Ja. Reicht. Was macht der Hase da hinten? Ja. Und was schleppt er mit sich mit? Das schleift über den Boden. Schlepphoden. Es ist kein Schlepphoden. Grüße gehen raus. Kein Friseur. Kein Friseur. Schlepphoden. Oh. Schlepphoden von Zürich. Ja, schön war's. 1:30, richtig runde Sendung hier aus dem Horrorgarten vom Herrn Hank Frank Schrader. Das größte Publikum ever. 4 Leute plus Gast plus 4 Idioten, die diesen Podcast machen. Die Untoten also, nicht zu vergessen. Die Untoten im Wald. Ohne Scheiß, ich habe die ganze Zeit die Geräusche auf dem Ohr gehabt. Hört euch die Sendung. Das ist aber nur, weil die einer mit dem Rücken mit der Hand über die Rücken streicht. Das ja, ist, und ich find's geil. Gerade wandert die Hand tiefer. Also ich möchte die Sendung jetzt beenden und das genießen und wünsche euch viel Spaß mit dieser ganz tollen Sendung. Danke, Frank, Hank, sehr gerne, Schrader. Ihr seid wieder, wie immer herzlich eingeladen. Also so circa in 6 Jahren können wir uns mal treffen. Ja, ja, dann riecht es auch nicht mehr so nach frischen Leichen hier. Also, Rollo. Moin. Und tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss.